Wir haben Jahreskonferenz vom Missionswerksteiger. Der David, der Gründer, ist so ein ähnlicher Typ wie ich. Seit vielen Jahren reist er um die Welt und hat schon gesehen, wie ganz viele Menschen zum Glauben kommen. Wenn wir immer zusammen sind, dann gehen wir auf unseren Gebetsspaziergang und ringen mit Gott um die Anliegen von unserer Mission, um Menschen, um Länder. Und wo wir so am Betten sind, fragt er mich, ob ich nicht den Aussendungsgottesdienst leiten will. Mein Maul ist manchmal schneller als mein Kopf. Und ich habe gesagt, ja klar. Kaum bin ich im Bett, schiessen mir all die Gedanken durch den Kopf. Was will ich kleinen Schweizer, all diesen gestandenen Missionaren und dann auf Englisch erzählen? Ich kann doch nichts sagen. Plötzlich ist mir so ein Gedanke ins Herz geschossen oder ein Bibelvers. In der Bibel lesen wir nämlich, wenn unser Herz voll ist, dann sprudelt das Maul über. Und genau das habe ich zum Thema gemacht. Wenn unser Herz voll ist von Jesus, wenn wir voll sind von dieser Liebe, dann können wir gar nicht still sein. An anderer Stelle lesen wir, dass wir jederzeit bereit sein sollen, Rechenschaft abgeben über unseren Glauben. Und so habe ich mein Bestes gegeben und Gott hat mächtig gewirkt. Die Leute waren bewegt und ich war selber erstaunt. 80% ist nonverbal und 20% ist verbal. Also wenn dein Herz voll ist und du feurig leuchtest und strahlst wie Jesus, dann merken das die Leute. Dann kommt es vielleicht gar nicht so darauf an, ob dein Englisch perfekt ist oder ob du der beste Rhetoriker bist. Das ist einer der Schlüssel, den wir in der Apostelgeschichte lesen. Dass sie so ein Feuer hatten und die Botschaft von dem Jesus heraustragen wollten. Und genau um das geht es. Wenn Gott mich brauchen kann, dann kann er jeden brauchen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Die Apostelgeschichte ist Realität.